Außer dem Sorgengesicht, meinst du? I am Axica. I designed the Crucible. I am responsible for it. Ich bin Aexia. Ich habe den Spätsiegel entworfen. Ich bin dafür verantwortlich. Ah, the soul of an ancient Animancer. Fantastic. Ah, die Seele einer alten Beseelerin. Fantastisch. Er verschränkt die Arme. Ja, alle auf uns seine Beseelerfreunde. Hust, hust. Ich nehme an, dass die zerbrochene Säule schuld an den unruhigen Seelen ist, die Humaire erwähnte. Mir wurde gesagt, dass Wahami plant, vor diesem Ort zu entkommen. Wahami wishes to shirk his duties and defy the wheel by returning to the living. Wahami will sich vor seinen Pflichten drücken und dem Rat widersetzen, indem er zu den Lebenden zurückkehrt. But his time among the living is over. His place is here. Aber seine Zeit unter den Lebenden ist vorbei. Sein Platz ist hier. In seinem verzweifelten Versuch zu entkommen, hat Wahami die Säule zerschmettert. Now the flow of souls through this place is choked and the crucible doomed. Jetzt ist der Fluss der Seelen durch diesen Ort verstopft und der Schmelztiegel ist zum Untergang verdammt. But now you're here and I imagine the gods. Aber jetzt bist du hier und ich vermute, dass dir die Götter auf dem Fuß folgen. Nun, der echte Galloway ist auf dem Weg hierher mit einer sehr großen Echse. Was ist dem vorausgegangen? Na, sind wir mal sarkastisch. Das ist nicht ideal. Sie fährt sich mit der Hand durch die geisterhafte Transparenz ihrer Haare und auf ihrem zarten Gesicht zeichnet sich ein Ausdruck der Sorge ab. By severing the Crucible's connection to the rest of the beyond, Wahami has limited Galloway's influence on Kazuwari. Durch die Trennung des Schmelztiegels vom Rest des Jenseits hat Wahami Galloway's Einfluss auf Kazuwari eingeschränkt. I can only imagine that he has sent an agent to reclaim it by force. His beast will drench Kazuwari in blood. Ich kann mir nur vorstellen, dass er einen Agenten losgeschickt hat, um es mit Gewalt zurückzuholen. Seine Bestie wird Kazuwari mit Blut durchtränken. But first, he will destroy this statue and all within it, the two of us included. Aber zuerst wird er die Statue und alle darin zerstören, uns beide eingeschlossen. Alexia verschränkt die Arme und tippt mit ihrem Fuß frustriert auf den Boden auf. Another reason, Watcher, why you must stop Wahami. Ein weiterer Grund, warum du, Wächter, es tun musst. Stoppe Wahami. Du verwendest den Namen Galloway, während andere hier Tuamawai sagen. Warum? Tuamawai was a mythic figure among the ancient Hwana. A great three-headed monster, the greatest of all predators. Tuamawai war unter den alten Hwana eine mystische Figur. Ein großes dreiköpfiges Monster, der größte aller Räuber. We featured it prominently in our designs here on Kazuwari, in part to appease their overbearing king. Er bekam einen prominenten Platz in unseren Entwürfen hier auf Kazuwari, nicht zuletzt um ihren anmaßenden König zu besänftigen. Over time, Galloway bent the figure to his purposes. He may have stolen its identity, but in doing so, he granted it a kind of godhood. Im Lauf der Zeit hat Galloway die Figur seinen Zwecken unterworfen. Er hat vielleicht ihre Identität gestohlen, aber dadurch hat er eine Art von Göttlichkeit. Hat er ihr eine Art von Göttlichkeit verliehen? Mhm. Warum wolltest du nicht, dass die Hwana deine wahren Pläne für diesen Ort kennen? Was meinst du? Bevor du erschienen bist, sah ich einen Fetzen deiner Vergangenheit. Du sprachst zu einem König wie auch zu deinem Assistenten. Aha. Yes. I should remember I am speaking to a watcher. Ah ja, ich sollte daran denken, dass ich mit einem Wächter spreche. When we conceived of the Crucible. We were on the cusp of several major breakthroughs in our study of the soul and the beyond. Als wir den Schmelztiegel entwarfen, standen wir kurz vor mehreren großen Durchbrüchen bei unseren Studien der Seele und des Jenseits. The Hwana, however, did not share our interests. As a result, much of this place was constructed in secret, away from their attention. Die Hwana teilten jedoch unsere Interessen nicht. Deswegen wurde ein Großteil dieses Ortes heimlich errichtet, fernab ihrer Aufmerksamkeit. That the Crucible's true nature remains hidden to this day. I take a measure of pride in it. Dass die wahre Natur des Schmelztiegels bis heute verborgen ist, darauf bin ich schon ein wenig stolz. Ja, dass hier so eine Art engvetanische Super-Seelensaugerkanone ist. The lie that keeps on killing. What an achievement.
Die Lüge, die weiter tötet. Was für ein Erfolg. You could say it was made in your image. In a manner of speaking. Du könntest sagen, es wurde gewissermaßen in deinem Abbild erschaffen. Vor einer langen Zeit wurde das Jahres gebaut. Und für welche Art Inspiration haben Wächter gesorgt? A watcher can seek souls in the in-between, but more curiously, those souls can see them back. Ein Wächter kann Seelen im Zwischenreich sehen. Seltsamerweise aber können diese Seelen den Wächter ebenfalls sehen. The mechanism within the crucible attempts to replicate that signaling property, only without a mortal body that is susceptible to death or disease. Der Mechanismus im Schmelztiegel versucht diese Signalübertragung zu replizieren, nur ohne einen sterblichen Körper, der für Tod oder Krankheit anfällig ist. Also habt ihr versucht, einen künstlichen, steinernen Watcher zu erschaffen? Every hunter chases Gallowayne in their own way. Mine was to have Gallowayne come to me. Jeder Jäger jagt Gallowayne auf seine eigene Weise. Meine bestand darin, Gallowayne zu mir kommen zu lassen. Sie sorgt als eine riesige Falle für die Seelen derjenigen, die im Kampf verlieren. Do I hear an accusation in your words? Hör ich eine Anschuldigung aus deinen Worten heraus? Nichts sagen. To a hunter or a god of hunting, the term trap is no pejorative. Für einen Jäger oder einen Gott der Jagd ist der Begriff Falle nichts Abwertendes. Ja, da hat sie leider recht. But yes, we designed the crucible to capture the essence of those who met defeat here and some of the power of the victorious. Aber ja, wir haben den Schmelztiegel entworfen, um die Essenz derjenigen einzufangen, die hier besiegt werden. Und auch ein bisschen von der Kraft der Sieger. It feeds off the living too. Es ernährt sich auch von den Lebenden? It does not allow those energies gathered or expelled by the contenders to go to waste. Es erlaubt ihm, von den Anwärtern gesammelten oder abgestoßenen Energie nicht einfach zu vergehen. Within the Crucible, today's hunters may learn firsthand and without coddling. The lessons that slew hunters of the past. Innerhalb des Schmelztiegels können die Jäger von heute lernen, aus erster Hand und ohne dass Rücksicht genommen wird. Sie lernen, die Fehler zu vermeiden, die die Jäger vergangener Zeiten umgebracht haben. Diese Seelensammlung, ist sie möglicherweise schuld an den übergroßen Wildtieren auf der Insel? That this place also serves as an island of bounty proved an unintended but desirable outcome. Dass dieser Ort auch als eine Art Füllhorn dient, war ein unbeabsichtigtes, aber wünschenswertes Ergebnis. You may have noticed that Kazuwari is overrun with beasts of unusual size. Animals touched by Gallowayne. Du hast vielleicht bemerkt, dass Kazuwari nur so von ungewöhnlich großen Bestien überrannt wird. Tiere, die von Gallowayne berührt werden. Once or twice. Ein oder zweimal. Such creatures were not of this island. Prior to the Crucible's construction. Solche Kreaturen waren vor der Errichtung des Schmelztiegels nicht Teil dieser Insel. Lass uns etwas anderes besprechen. Der Geist sieht dich prüfend von oben bis unten an, sagt aber nichts. Ja. Ich muss mehr über diesen Ort wissen. This is no typical temple to Gallowayne. It was designed to advance our understanding of soul manipulation. Dies ist kein typischer Gallowayne-Tempel. Er wurde entworfen, um das Verständnis der Seelenmanipulation zu erweitern. Actually, the talents of the Watchers inspired aspects of its design. In der Tat wurden einige Aspekte seiner Gestaltung von den Talenten der Wächter inspiriert. Okay. Das ist also wieder das. Haben andere ihre Stellung hier ebenfalls verlassen oder haben wir es versucht, der Erste? No. We were the first set to this task. Das dachte ich mir, weil so lang wie das her ist, dass es noch das alte Kaizo betraf. Ja, das alte Kaizo, ey. Irgendwie ist das langsam ausgelutscht mit Kaizo. Nein, wir waren die Ersten, denen diese Aufgabe übertragen wurde. Ein leichtes Stirnrunzeln verziert ihre spirituellen Gesichtszüge. Always us three. I cannot imagine it any other way. It may not even be possible to leave, but Wahami will try. Immer wir drei. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Es mag vielleicht nicht möglich sein, diesen Ort zu verlassen, aber Wahami wird es versuchen. Ich bin der Meister der Schlechter. Er wird mir zuhören. I fear that your patron has moved beyond reason.
But if anyone can command his respect, it is his chosen. Ich fürchte, dass sein Patron der Vernunft nicht mehr zugänglich ist, aber wenn jemand seinen Respekt bekommen kann, dann sein Auserwählter. Know that he lives up to his role as the slaying face. Be on your guard. Wisse, dass er seine Rolle als das schlachtende Gesicht gerecht wird. Sei wachsam, Wächter. And good luck. Und viel Glück. Ja. Exia, die gestandene Seele hinter dem suchenden Gesicht, möchte, dass ich Vehami besiege und die Verbindung der Insel zum Jenseits wiederherstelle. Sind wir nicht im Jenseits? Und das sieht dann fast aus. Blatsch. Nochmal Blatsch. Wir haben ihn, ja. Also ja, das hier sieht aus wie von einer Stagier-Klaue. Um sein gackerndes Kichern herum bildet sich langsam die Gestalt des schlachtenden Gesichts. Auch wenn die Gesichtszüge des Gesichts nicht so ausgeprägt sind wie die eines Lebenden, blitzen seine rasiermesserscharfen Zähne doch hell auf. Sie wirken undurchsichtig und weit solider als alles andere in diesem seltsamen Reich. The champion of the hunt. You make me proud. Prove me right. Der Meister der Jagd, ich bin stolz auf mich. Beweise mir, dass ich damit recht habe. Mit einem lauten Knallen schlägt er die Hände zusammen. Und jetzt wirst du mich befreien. Warte, was? The Lord of the Hunt has the greatest of honors for you. Immortality. Der Herr der Jagd hat die größte Ehre für dich bereit. Unsterblichkeit. Fury will live forever. You will speak for Tawamawai. You will become as a god. Deine Stärke und dein Zorn werden für immer bestehen. Du wirst für Tawamawai sprechen. Du wirst werden wie ein Gott. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich muss ablehnen. Hört sich nach einem guten Geschäft an. Ich habe im Schmelztiegel in deinem Namen Blut vergossen. Das ist jetzt dein Dank dafür. Ich glaube nicht, dass der Fürst der Jagd mich wiedersehen möchte. Ein Gott wie du nehme ich mal an, gefangen in einer Statue. Ich glaube nicht, dass der Fürst der Jagd mich wiedersehen möchte. Wenn dieser Augenblick nicht vorherbestimmt wäre, hätte Tomawai nicht deine Hand in diesem Gemetzel geführt. You have earned this prize. You have earned eternal life. Take it. Du hast diesen Preis verdient. Du verdienst ewiges Leben. Nimm es dir. Ich bin lieber frei, um zu jagen, um zu töten. Ich werde beides mit dir tun, wenn es sein muss. Nehmen wir einmal an, ich würde zustimmen. Wie planst du denn bitte, das zu erreichen? Warum hast du denn die Säule zerbrochen, wenn du unbedingt entkommen willst? Du irrst dich, falls du glauben solltest, ich würde dir helfen. Warum hast du denn die Säule zerbrochen? I needed the souls of the vanquished to fill this place. To gorge on them and ready myself for the trials to come. Was ich brauche, ist, dass die Seelen der Besiegten diesen Ort füllen. An ihnen will ich mich glücklich tun und mich auf die Prüfungen vorbereiten, die mir bevorstehen. But most importantly, I knew the broken pillar would bring you. A lure that would attract only a watcher. Vor allem aber wusste ich genau, die zerbrochene Säule würde dich hierher bringen. Das ist ein Köder, der nur einen Wächter anlocken kann. You will fix the river of souls. Du wirst den Fluss der Seelen wieder in Ordnung bringen. Wir haben ihn deutet auf die zerbrochene Atras-Säule. We gaze into each other as only watchers can. Until I wear your living hide and you walk the heavens. Dann blicken wir einander in die Seele, so wie es nur Wächter tun können, und zwar so lange, bis ich deine lebende Hülle trage und du gen Himmel schwebst. When I walk in your body, I will adapt, will be free, will hunt Eora once more. Wenn ich mich in deinem Körper befinde, werde ich mich anpassen, ich werde frei sein und ich werde mich erneut auf die Jagd nach Eora begeben. Is that even possible? Ist das überhaupt möglich? Solche Gedanken solltest du wirklich für dich behalten, Freund. Hat dir niemand beigebracht, wie man höflich fragt?
Ja, entschuldige mich, ich muss eigentlich dagegen überdenken, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Ich habe eine Menge Fragen. Hört sich nach einem Plan an. Wo fange ich an? Und wenn ich mich weigere? Ich habe eine Menge Fragen. Yes. Would expect as such. I bash better than I talk. But I will try to answer clearly. Sehr schön. Ja, ja, ich hatte schon erwartet. Hatte ich schon erwartet. Ich kann besser zuhauen als reden, aber ich versuche klar und deutlich zu antworten. So, what is it? Also, was willst du? Der Amano rollt die Schultern und wartet. Als ich mich näherte, sah ich eine Erinnerung. War es ein Bild deines Todes? Which one? Welcher von ihnen? Die Seele verschreckt die Arme und spuckt die Worte geradezu heraus. I've seen much. Maybe too much. I'm watcher to others. But I'm also watcher to self. Ich habe viel gesehen, vielleicht zu viel. Bin Wächter für andere, aber auch Wächter meiner selbst. I can see many of my deaths from before Wahami was Wahami.